mich, dass ihr heute im Stempelstudio wieder vorbeischaut, denn ich habe ein besonderes Set mitgebracht, und zwar Garden in Bloom. Da ich einige Fragen dazu bekommen habe, wie man da schön mit stempeln kann, dachte ich mir, stelle ich euch das jetzt mal in einem Video vor. Dann brauchen wir natürlich als erstes einmal das Set Garden in Bloom. Ihr seht hier auf dem Cover schon die verschiedenen Motive in verschiedenen Varianten. Und ich zeige euch jetzt gleich, warum ihr diese Lagen alle braucht, um einen schönen Stempelabdruck zu bekommen. Dazu nehme ich allerdings hier diese kleinen Blümchen. Ihr seht hier die Stempelsets. Da ist am oberen Rand immer so eine kleine Spitze. Ich zeige euch die mal noch ein bisschen näher. Das ist dazu gedacht, dass man genau weiß, wie man diese Stempel übereinander legen muss, beziehungsweise übereinander stempeln. Ich starte jetzt mit dem äußeren Rand. Eigentlich ist es aber egal, womit ihr anfangt. Ich finde es aber am einfachsten, wenn ich mit der Umrandung anfange, weil ich persönlich mich dann einfach immer am besten orientieren kann. Ich stempel jetzt hier die Blümchen ein bisschen wild einfach auf mein Papier. Wenn ihr es schafft, euch dabei zu merken, wo die Spitze ist, seid ihr natürlich im Vorteil. Ich weiß das meistens dann hinterher nicht mehr, aber ich orientiere mich einfach an der Umrandung selbst. Und jetzt habe ich hier das zum Ausfüllen gedachte genommen und nehme jetzt einfach die hellere Farbe und brauche dann nicht großartig darauf zu achten, was ich damit mache, sondern einfach nur zu gucken, dass ich ordentlich reinstempel. Dann gibt es aber auch noch einen dritten kleinen Stempel, und der ist nochmal für besondere Akzente gedacht. Und den benutze ich in einer etwas anderen Form. Damit mir der Stempelabdruck nicht zu kräftig ist, stempel ich den vorher erst noch immer auf einem Schmierpapier ab, bevor ich ihn dann mitten in die Blume reinstempel. Und ihr könnt jetzt eigentlich auch schon sehr hübsch sehen, dass das einen ganz tollen 3D-Effekt gibt, ohne dass man sich großartig anstrengen muss. Also ihr müsst einfach nur ein bisschen mit den Stempeln rumprobieren und gucken, und dann sieht das einfach von sich aus gesehen schon ganz nett aus. Jetzt brauchen wir natürlich auch noch ein paar Blättchen, weil Blumen ohne Blätter geht natürlich nicht. Und da zeige ich euch, dass ihr jetzt nicht unbedingt verschiedene Farben nehmen müsst, um zu stempeln, sondern dass das durchaus auch mit der gleichen Farbe geht. Auch hier ist hier oben wieder diese kleine Spitze zu sehen, damit ihr euch orientieren könnt. Bei den Blättern ist das aber eigentlich eher weniger problematisch. Auch da fange ich wieder mit der Umrandung an und setze sie jetzt einfach so, wie es mir gerade nett erscheint, zwischen die Blümchen. Das Schöne ist ja, dass man bei diesen Klarsichtstempeln ganz genau sehen kann, wo man hinstempelt. Wenn man sich hinstellt, geht das ganz besonders gut. Trotzdem kann es mal passieren, wie hier gerade, dass man vielleicht den Stempelabdruck nicht ganz stempelt, aber ihr werdet gleich sehen, das macht jetzt gar nichts. Dann nehme ich jetzt noch die Blätter zum Füllen, und da mache ich das wie vorhin auch. Ich stempel erst einmal auf meinem Schmierpapier ab und dann stempel ich da jetzt rein. Wie ihr sehen könnt, reicht es dann auch mit der gleichen Farbe, weil dadurch, dass wir vorher den größten Teil der Stempelfarbe auf das Schmierpapier gedrückt haben, natürlich der ganze restliche Stempelabdruck deutlich heller wird, und dadurch habt ihr schon alleine jetzt diesen 3D-Effekt. Deswegen heißt das Ganze auch Two-Step-Stamping, weil man halt mehr als einen Schritt braucht, um das letztendliche Stempelergebnis zu haben. Also bei der Blume waren es jetzt 3 und bei den Blättern waren es jetzt 2. So, ich denke, man kann das hier jetzt sehr schön sehen. Dann möchte ich noch gerne ein paar Bienchen dazu stempeln. Da geht das jetzt ganz einfach, weil man für die Biene jetzt wunderbar 2 verschiedene Farben nehmen kann. Für den Körper an sich habe ich mir jetzt hier Espresso ausgesucht und stempel als erstes jetzt meine Bienen. So, mache ich jetzt noch eine hin. Ja, doch, hier mache ich noch eine hin. So. Da bin ich leider ein bisschen verrutscht. So, aber ich zeige euch ja gleich nochmal die ganze Karte. Dann ist hier noch der Körper. Ich mache erstmal das Espresso wieder zu. Und dann habe ich mir hier jetzt noch ein drittes Gelb dazu gesucht, das ist Osterglocke. Ihr könnt natürlich auch eines der anderen Gelbtöne nehmen. Und das kann man jetzt dann einfach so unten auf den Bauch quasi stempeln und hat damit eine perfekte Biene. Also wirklich ganz einfach, ohne viel Tamtam. Natürlich fehlt auf dieser Karte jetzt noch ein Spruch. Und dazu habe ich mir eins der neuen Gastgebersets genommen. Und damit ist dann mein Kärtchen auch schon wieder fertig.
Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Schön, dass du auch heute wieder dabei warst. Bis zum nächsten Mal.